Wo kamen die Leute auf einmal her? So, ich werde auch nicht mehr alles vorlesen aus dem Kodex. Da gab es ja zig Kommentare, die sich beschwert haben, dass ich alles vorlese. Und ich muss zugeben, Dragon Age 2 ist leider nicht mehr wie Dragon Age Origins. Das ist so nicht mehr Schwerpunkt Rollenspiel, sondern es ist jetzt Schwerpunkt, ich habe das Gefühl, mehr so Kämpfe. Deswegen werde ich jetzt die Quests und wichtige Sachen werde ich immer vorlesen. Ansonsten, wenn es noch gewünscht wird, werde ich die Codex-Einträge anschließend allesamt noch in kleinen Special-Folgen vorlesen. Aber so jetzt erstmal immer nur das Wichtigste. So, was haben wir denn für aktuelle Quests? Die Expeditionen in die tiefen Wege. Diese Expedition in die tiefen Wege ist mehr als nur eine wichtige Gelegenheit. Du musst unbedingt einen Weg finden, Partner zu werden und sie auf den Weg zu bringen. Bringe Bartrand die 50 Sovereigns, um Partner bei seiner Expedition zu werden. Eine Geschäftsbesprechung. Sprich im gehängten Mann in der Unterstadt mit Varric. Eine Freundin bei der Wache. Evelyn hat vielleicht Informationen über eine mögliche Zusammenarbeit mit der Stadtwache. Sprich in der Kaserne in der Feste des Vicomte mit ihr. Ein neues Zuhause. Gehe zu Gamlins Haus in der Unterstadt. Und weit von zu Hause entfernt. Liefere Flemeths Amulett bei Hüterin Maretari im Lager der Dalish auf dem Sunderhügel ab. Das kennen wir ja schon. Und der Premium-Inhalt will auch noch ein paar Sachen von mir. Geh nach Hause und sieh in die Aufbewahrungstruhe für Sonderlieferungen. Das sind die Sachen, die mit der Signature Edition kommen. Das heißt, das ist nicht in jeder Dragon Age 2 Edition so. Wenn das bei euch fehlt, dann das ist Signature. Ne? Nur mal so nebenbei. So. Oh, die Koterie. Und das sind Sachen... Die kann ich später vorlesen. Ja, so leid es mir tut. Neue Quests, eine Geschäftsbesprechung, das hatten wir alles schon. Das heißt, jetzt können wir hier ein bisschen rumgucken. Wir können auf der Minimap sehen, hier oben wartet zum Beispiel eine Quest auf uns. Aber ich möchte, ehrlich gesagt, möchte ich erstmal ein bisschen rumlaufen, auch wenn sich das dann vielleicht alles ein bisschen verzögert, aber es sieht hier so... Bruder nicht besonders zu mögen. Und ich dachte immer, nur mit Blutmagie könnte man Gedanken lesen. Ich hatte einen Zwillingsbruder, Carver. Er hat immer meinen Zopf ans Bett genagelt, während ich schlief. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn so sehr vermissen würde. Mein Beileid wegen eures Bruders. Hey, wollt ihr meinen? Ich habe einen übrig. Ja, also die Gespräche gibt's auch hier wieder. Da freue ich mich. Kirkwall Oberstadt. Zur Hochzeit des Sklaven. Zur Hochzeit des Sklavenhandels durch das Reich von Tevinter errichtete die Elite von Kirkwall einen Wohlstand, der jede mögliche Gier überstieg. Die Oberstadt wurde für die reichsten Sklavenhändler errichtet. Ihre prächtigen Anwesen stehen auf einer großen Felsmauer, auf der einen Seite mit Blick auf das wache Meer. Auf der anderen Seite befand sich die geschmähte Unterstadt, bis sich die Sklaven von Kirkwall eines Tages erhoben und die Reichtümer der Oberstadt plünderten und zerstörten. Heute sind die bedeutendsten Gebäude der Oberstadt die Feste, Sitz des herrschenden Vicomte und die Kirche, Heim der obersten Klerikerin und religiöser Mittelpunkt der Stadt. Beides sind umgebaute Anwesen, die früher reichen Magistern gehört haben und nach dem Aufstand ihrer neuen Funktion zugeführt wurden. Auf der Suche nach Wissen, die Reisen eines Scholaren der Kirche von Bruder Genitivi. Und das steht jetzt auch im Kodex, jawohl ja. Sehr schön. Verzeiht mir sehr. Wie gesagt, ich werde nicht mehr alles vorlesen, aber einige Eckpunkte werde ich immer noch rauskloppen, weil ich möchte, wie gesagt, auch mehr Schwerpunkt auf Rollenspiel haben. Auch wenn der Schwerpunkt von BioWare inzwischen mehr auf... Naja, man kann sagen, auf Hack and Slay und Kämpfe gelegt wurde. Zumindest kam es mir bis jetzt so vor. Ich kann mich natürlich täuschen, aber wir werden sehen. Hier muss Mutter als junges Mädchen gespielt haben. Etwas gegen diese Kunari unternommen. Ja. Also hier hat Mutti als junges Mädchen gespielt oder soll hier gespielt haben. Das ist ja schön, das zu sehen. Entschuldigt. Jetzt sprechen hier auf einmal alle. So, na gut. Ich laufe mal wieder zurück dahin, wo es die Quest gab. Sonst kommen wir hier von uns Hundertste ins Tausendste mal wieder... Und dazu müssen wir da nach rechts. Aus dem Weg. Achso, ich bin ja der Gute. Guten Tag. Hallo, wie geht es euch? Nur noch zwei Runden.
So, hier ist eine Art Marktplatz. Kleidung aller Art! Ja, kaufen können wir. Doch, kaufen können wir. Roben von Jean-Luc Picard. Was haben wir denn da? Wir haben gar nichts. Wir haben 5 kleine, poplige sonst was und können wir uns ein feraldisches Großschwert kaufen. Macht 5 Schaden und wir haben eine importierte Klinge mit 6 Schaden. Der hat in einem Jahr nicht eine einzige Waffe gekauft, aber leveln können wir. Und da schauen wir mal die Attribute. Die geht ganz stark auf Magie und auf Willenskraft. Dann 1, 2 und einmal Willenskraft. Zack. Und hier möchte ich auf jeden Fall wieder die Heilung haben. Wie gesagt, ich habe einen neuen Spielstand angefangen mit Victor und deswegen hat es hier noch keine Heilungsskills, sondern erstmal Elementarskills. So, ach, wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt. Also, jetzt haben wir keinen Fähigkeitenpunkt mehr. So, Herr Zwerg, wie sieht's denn mit dir aus? Was bist du denn? Ein Schurke! Ach Mensch, da freue ich mich. Endlich mal wieder ein schurkischer Schurke. Konstitution, Gesundheit, Stärke, Geschicklichkeit brauchen noch Schurken. Die Schadens- und Angriffswerte von Schurken. Zack. Und Klugheit. Die Klugheit, wie gut ein Schurke Schlösser knacken kann. Alle 10 Punkte ein neuer Schwierigkeitsgrad. Der hat jetzt 13. Dann mache ich mal erstmal so. Dann gehen wir mal ein bisschen mehr auf Klugheit, weil Schlösser knacken werden wir auf jeden Fall noch müssen ohne Ende. Und jetzt mal gucken, was haben denn Schurken für Fähigkeitenbäume? Halunke, Scharfschütze, Täuschung, Sabotage, Bianca, ach hier ist eine Knarre und Spezialist. Ich würde sagen, wir gehen erstmal, gucke ich kurz bei Spezialist, Geschwindigkeit, Präzision, Macht. Was haben wir dann noch? Halunke, was haben wir hier? Waffenruhe. Der Schurke lenkt alle Gegner von einem bestimmten Gruppenmitglied ab, sodass sie stattdessen den Verbündeten angreifen, den sie für die zweitgrößte Bedrohung auf dem Schlachtfeld halten. Rücken an Rücken. Der Schurke verschwindet und taucht kurz darauf neben dem ausgewählten Verbündeten wieder auf, um ihm Unterstützung zu gewähren. Scharfschütze kennen wir ja, Täuschung. Scharfschütze würde sich gut in Verbindung mit Bianca machen für Schaden. Sabotage, was haben wir da? Miasmisches Fläschchen. Der Schurke wirft ein explosives Fläschchen in eine Gruppe von Gegnern, die dadurch kurzzeitig betäubt werden. Und hier war noch den Ansturm. Der Schurke stürmt nach vorne und versucht, das Ziel und alle Feinde in der Nähe niederzuwerfen. Erschöpfender Nebel und Tumult. Der Schurke täuscht Gegner in der Nähe, sodass einige von ihnen kurzzeitig untereinander kämpfen. Das ist schön, bringt uns aber momentan noch nichts, weil wir es nicht benutzen können. Und Bianca, festhaltender Schuss und berstender Pfeil. Dieser Pfeil explodiert beim Auftreffen und überzieht einen Bereich mit Schrapnellen und Feuer. Würde mich interessieren, das steht hier nicht mehr dabei, ob das auch Friendly Fire gibt, also ob er uns auch damit verwunden kann. Aber ich nehme auf jeden Fall mal den berstenden Pfeil. Ich dachte, vielleicht kann ich da jetzt auch Schlösser knacken, wieder skillen. Stufenaufstieg. Ach Mensch, toll. Ach, das hatten wir auch schon. Die Roben können wir nicht gebrauchen. Und da haben wir Worthy. Are you worthy of my deeds, old fellow? Hawk, lange nicht gesehen, mein Freund. Worthy? Seit wann seid ihr denn wieder in der Stadt? Ach, erst seit einem Monat oder so. In Orzammar ist es nicht besonders gut gelaufen. Ihr arbeitet doch nicht mehr für Ethanwell, oder? Euer Jahr müsste inzwischen doch schon um sein. Naja, schon, aber ich finanziere jetzt eine Expedition. So wie es aussieht, gehe ich wohl unter die Entdecker. Davon habe ich gehört. Bartrand ist zwar nicht einfach, aber seine Informationen sind meistens ziemlich gut. Nicht einfach? Das ist leicht untertrieben. Ich sag euch was. Ich habe immer noch meine alten Kontakte. Wenn ihr also jemanden braucht, der für euch Runen herstellt, kann ich das arrangieren. Passt auf euch auf, Hawk. Lasst euch nicht töten. Ich gebe mir Mühe. Handwerksrezept erhalten. Vorlage Rune des Schutzes. Erfolg freigeschaltet Handwerker. Ja, aber eine Quest kriegen wir damit trotzdem nicht. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Eine Map. Kann ich die hier ziehen? Jawohl, kann ich. Wo geht's denn da lang? Feste des Vicomte, eine Freundin bei der Wache. Und hier geht's wohin? Runen bestellen. Wir brauchen aber noch keine Runen. Gut. Ja, das heißt, hier war das mit den Runen, ne? Das müsste... Ach, sieht man eh nicht. Na gut. So viel also zur Quest, die da auf uns wartet. Dann gehen wir mal nach unten und suchen mal eine Freundin bei der Wache.
Jetzt sieht die Grafik auch wesentlich geiler aus und wir betreten den Weg des Vicomte. Ich sollte einen Ausflug aufs Land machen. Es ist eine List. Die Kunari warten nicht auf ein Boot, sondern auf Verstärkung aus paar Wollen. Okay. Die Verstärkung kommt aber über das Meer. So gesehen warten sie also auf ein Boot. Habt ihr noch was zu sagen? Nicht. Nun gut, betreten wir die Feste. Manche Wesen haben niedrigere Verteidigungswerte gegen bestimmte Schadensarten. Probiere verschiedene Angriffstypen aus. Oh, was ist das denn? Gruppe sammeln. Ach Mensch, jetzt können wir uns hier die Gruppe zusammenstellen. Die alte ist gerade noch bei der Wache, die können wir nicht eintauschen. Zack. Meine Gruppe ist nicht vollständig. Wieso? Ja, ich kann noch... Ach Mann. Bei Dragon Age, beim ersten Teil, da haben die immer noch Sprüche gebracht, wenn man die ausgewählt oder abgewählt hat. Aber hier... gar nichts. Naja. Ja, ich möchte das bestätigen. Ich habe momentan leider nicht viel Wahl. Monsieur, hört bitte auf, gegen die Wand zu treten. Wer bist du, dass du so mit mir sprichst, du mieser Bauer? Die Wache, die euch hinauswerfen wird, wenn ihr noch einmal gegen die Wand tretet. Der tritt doch gar nicht gegen die Wand. Viel Glück beim Reinkommen. Ich warte schon den ganzen Tag. Ja. Hallo, kann ich hier mit irgendjemandem... Guten Tag, Sarah. Hallo. Kann ich hier mit jemandem sprechen, bitte? Hallo? Ich habe hier eine Freundin bei der Wache. Kann ich die vielleicht mal und so besuchen? Vielleicht? Du hast die Basis eines deiner Gefährten betreten. Guten Tag, Sarah. Hallöchen. Hallo, Aveline. Ich guck mich mal ein bisschen um hier. Hast ja recht schnuckelig hier alles aufgeräumt. So, ich grüße euch. Aveline? Aveline. Hallo, Hawk. Es ist eine Weile her, nicht wahr? Was? Oh, natürlich. Tut mir leid. Es fühlt sich an, als hätten wir uns gerade noch unterhalten. Ich habe euch im Auge behalten. Informationen sind einer der wenigen Vorzüge dieses Postens. Achtet auf Bartrand. Er ist ein Mistkerl. Wie Mistkerl? Will er uns bescheißen mit der Expedition? Ihr habt mich wieder ausspioniert? Na, das ist ja unfreundlich. Hm. Fragen wir trotzdem. Ihr wisst, dass ich es nicht schätze, wenn ihr mich beobachten lasst. Ich habe mir damit erspart, vor eurer Türschwelle zu lagern. Nach allem, was wir durchgemacht haben, um hierher zu kommen. Nun, ihr seid zwar kein Kind mehr, aber ich kümmere mich um meine Freunde. Angesichts der Orte meiner Patrouillen habe ich durchaus Zeit. Na gut. Die gute Dame scheint ja über den Verlust ihres Ehemanns Wesley wieder, ja, schon drüber weg zu sein. Ihr seid bei der Wache nicht glücklich, Aveline? Immer noch Probleme? Ich dachte, das hättet ihr alles hinter euch. Ich weiß auch nicht. Seit kurzem teilt man mir nur noch völlig sinnlose Patrouillen zu. Vielleicht bin ich jemandem auf die Füße getreten. Ihr seid manchmal sehr energisch. Das macht meinen Charme aus. Ich sollte dorthin gehen können, wo ich gebraucht werde. In der Tat hätte ich sogar eine Aufgabe für euch. Lasst es mich wissen, wenn ihr Kirkwall einen Dienst erweisen möchtet. Ansonsten bin ich hier, falls ihr mich braucht. Beim Erbauer. Ich könnte wirklich eine etwas anspruchsvollere Arbeit brauchen. Seid ihr hier denn glücklich? Kirkwall scheint euch zu gefallen. Es war eine Herausforderung. Zahlreiche Möglichkeiten, wenn man der Typ ist, den die Einwohner wollen. Seid ihr das? Wenn man es lange genug dreht und wendet, glaubt man es zumindest irgendwann. Und vermisst ihr Wesley, euren Ehemann? Seit der Ankunft ist ein Jahr vergangen. Geht es euch gut? Ihr müsst mich nicht umhegen. Ich bin, wo ich bin. Wie ich mit meinen Erinnerungen umgehe, ist allein meine Sache. Ich bin euer Freund. Vergesst das nicht. Vermisst ihr es denn, Soldat zu sein? Das ist sicher etwas völlig anderes, als König Kaelin zu dienen. Ich habe dieses Leben geliebt. Aber es gibt einen neuen König. Für ein neues Ferelden. Sehr selbstsicher. Aber er war da, als der Erzdämon vernichtet wurde.
Das kann man ihm also kaum vorwerfen. Letztlich ist es nur eine weitere Veränderung. Das eigentliche Ende für mich war Ostagar. Ihr und Kava müsst das ähnlich empfunden haben. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ich kannte ihn kaum. Nein, ihr habt recht. Wir haben nicht darüber gesprochen. Nein, ihr habt recht. Tod in dieser Größenordnung hat mit Sicherheit etwas Endgültiges an sich. Manchmal bezweifle ich das. Würdet ihr denn nach Ferelden zurückkehren? Die Verderbnis ist vorbei. Ihr könntet nach Lothering zurückgehen. Das war kein Zuhause für mich. Das war nur der Ort, zu dem die Horde uns gedrängt hatte. Es war nicht das erste Dorf, das ich untergehen sah. Aber wenn Menschen alles verlieren, daran gewöhnt man sich nie. Es war traurig, so wegzugehen. Ich ging nur zurück, um zu kämpfen. Ja, wir sind natürlich der weinerliche Held, also der gefühlvolle Held. Ich möchte es nicht weinerlich nennen, ich möchte es gefühlvoll nennen. Und Gefühle sollten wir alle viel mehr haben. So, hier, aber Liebe und so, ne? Hier, also war traurig, so wegzugehen. Ein anderer Abschied wäre mir lieber gewesen. So viel kann ich sagen. Ihr könnt nicht mehr nach Hause. Eigentlich sollte das etwas mit Reife zu tun haben. Aber wenn nicht mal mehr die Möglichkeit besteht, ist das etwas völlig anderes. Ach, ihr habt recht. Dann sagt mir mal, wie die Aufgabe lautet. Also gut, Evelyn. Ihr habt also etwas, das die Mühe wert ist. Meine Patrouillen mögen ereignislose Spaziergänge durch die Dunkelheit sein. Aber etwas Großes braut sich zusammen. Und ich hätte Verwendung für euch. Ein Hinterhalt. Wahrscheinlich für eine Karawane. Auch wenn ich keine Lieferungen finde, die dazu passen. Das spielt aber auch keine Rolle. Wenn Wegelagerer jemanden ausrauben wollen, halte ich sie auf. Ob es nun in meinem Bezirk ist oder nicht. Wenn Wegelagerer jemanden ausrauben wollen, dann bin ich zur Stelle. Aber vertiefe vor noch das Thema. Wer ist denn der Gegner? Habt ihr denn einen Namen oder sonst etwas? Unwichtig. Wenn wir auftauchen und angegriffen werden, sind sie böse. Ganz einfach. Dennoch vermute ich, dass es Schmuggler sind. Wie gesagt, es ist eine ideale Falle für eine Karawane. Und wie habt ihr das herausgefunden? Ihr habt außerhalb eurer Zuständigkeit herumgeschnüffelt? Ich habe Kontakte und sie beschweren sich über Nachschubmangel, Schläger und so. Jemand heuert in großem Stil an. Und einigen wurde gesagt, sie sollten sich auf Reisende vorbereiten. Auf Reisende? Wenn man auf diesem Posten gut sein will, achtet man darauf, was fehlt. Und wenn Leute Fluchtwege planen. Nun gut, und warum erzählt ihr das nicht den Wachen? Es macht den Eindruck, als würdet ihr das lieber mit euren Kollegen von der Wache erledigen. Das werde ich auch, wenn ihr nichts unternehmt. Ich schicke Späher aus. Und jemand anders wird eine Patrouille anführen. Aber es winken Profit und Einfluss. Wir sind befreundet. Also mache ich euch das Angebot. Und ihr könnt einfach so Zivilisten anheuern. Ich gehöre nicht zur Wache, Evelyn. Unsere Zahl ist begrenzt. Hin und wieder brauchen wir vorübergehend Aushilfen. Sofern es fähige Leute sind. Ihr behauptet doch, fähig zu sein, richtig? Ich bin der Beste. Evelyn, du hast jetzt einen Partner. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Sie verstecken sich auf dem Sunderhügel. Abgelegen, in der Wildnis. Aber über eine Abkürzung auf dieser Seite können wir Zeit gewinnen. Und nein, ihr könnt euch nicht absetzen und es ohne mich machen. Ich traue euch, aber ich muss dabei sein. Natürlich. Ihr handelt im Namen der Wache.